Herzlichen Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch drei Getränke aus Zitronen. Einmal ein Zitroneneistee, dann eine Zitronenlimonade und ein Getränk, das etwas Sprite und einem isotonischen Getränk ähnelt. Super bei schönen Sommertagen, erfrischt, säuerlich. Und jetzt zeige ich euch, wie ich die Getränke mache. Let's go! So, wir nehmen uns einen kleinen Topf oder eine kleine Pfanne. Dann nehmen wir uns eine gewaschene und abgetrocknete Zitrone. Danach schälen wir die Zitrone, die Schale hier in den Topf hinein. So, danach nehmen wir die Zitrone, fahren hier einmal mit der Handfläche etwas über die Arbeitsfläche, damit es uns ein bisschen weicher wird. Nehmen wir uns ein Schneidebrett, schneiden die Zitrone einmal auf und pressen den Saft hier hinein. So, Kerne und Fruchtfleisch können hier hinein, das macht nichts aus. Hinein gebe ich jetzt noch einen Teelöffel Zitronensäure, 4 Esslöffel Zucker und darauf gebe ich dann 100 ml Wasser. Das gebe ich jetzt auf den Herd und koche das bei mittlerer Hitze auf. Habe ich meine Pfanne auf dem Herd, so gehe ich mit einem Löffel kurz rein, verrühre das Ganze. Löse ein bisschen Zucker auf. Lass es jetzt aufkochen. So, nachdem mein Pfanneninhalt aufgekocht ist, lasse ich das für weitere 10 Minuten köcheln. Und das Ganze bei gleicher Hitze. So, nach 10 Minuten habe ich dann hier einen schönen Sirup. Jetzt nehme ich das vom Herd, siebe die Schale, die Kerne und das bisschen Fruchtfleisch ab. Und danach lasse ich das Ganze komplett abkühlen. So, das jetzt gut abkühlen lassen. Danach brauche ich drei weitere Zitronen, gewaschen, kurz abtrocknen. Müssen diese jetzt nicht geschält werden, sondern gerieben werden. Nur die gelbe Haut, nicht das bittere Weiße mit dazu schälen oder reiben. Dann habe ich hier meine Zitronen raspeln in einer Schale, dazu gebe ich jetzt 170 Gramm Zucker und mit einem Kochlöffel vermische ich das jetzt Ganze und verreibe meinen Zucker schön mit dieser Schale. Habe ich meine Zitrone schön mit dem Zucker vermischt, gebe ich nun 250 Gramm heißes Wasser dazu. Dadurch löst sich zum einen mein Zucker hier auf und meine Limonade bekommt am Schluss eine schön knallige Farbe. So, gut vermischen und das jetzt gute 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. So, nach 10 Minuten stellen wir die Schüssel mal auf die Seite, nehmen unsere Zitronen, die geschälten Zitronen, reiben sie ein bisschen auf der Arbeitsfläche, damit sie schön weich werden. Nehmen unser Schneidebrett, Zitronen halbieren. Nun die Zitronen entweder mit einem Zitronenpresser oder per Hand schön auspressen. So, Zitronen schön ausgepresst, ein bisschen vermischen. Haben wir unser Zitronenkonzentrat, jetzt müssen wir das Ganze absieben. So, und daraufhin siebe ich das einmal ganz kurz ab. So, dann habe ich hier mein Zitronenkonzentrat. Das kann ich jetzt entweder abkühlen lassen oder jetzt schon mit kaltem Wasser vermischen. Nehme ein Gefäß, gebe mein Konzentrat in ein Gefäß hinein. Und übergieße das mit kaltem Wasser. Kurz einmal vermischen. Deckel drauf. Und in den Kühlschrank geben und abkühlen lassen. Für unser Eis die Zitrone nehmen wir ein Gefäß.
Hinein haue ich 3 Beutel Schwarztee. Darauf gebe ich dann einen halben Liter heißes Wasser und lasse meinen Schwarztee etwas ziehen. Stelle das auf die Seite, nehme mir 2 Zitronen, beide nun schälen. Die Schalen einmal auf die Seite. So, Zitronen halbieren. Dann noch einmal gut auspressen. Dann habe ich ungefähr 130 ml Zitronensaft. Nach 5 Minuten Tee ziehen, fische ich meine Teebeutel einmal raus. Gebe noch in meinen heißen Tee meine Zitronenschalen. Hinein haue ich noch 2 Nelken und 70 Gramm Zucker. So, einmal gründlich vermischen. So, durch den heißen Tee gibt meine Schale noch schön Aroma in den Tee hinein. So, und danach gebe ich 250 Gramm lauwarmes Wasser dazu. Nochmal vermischen. Und zuletzt kommt mein Zitronensaft hinein. Umrühren. Dann das gewünschte Gefäß nehmen. Alles hineingeben. Deckel drauf. Und das abkühlen lassen. So, dann haben wir hier einmal unseren Zitronen-Eistee. Dann unsere Zitronenlimonade und unseren Zitronensirup. So, dann nehme ich ein Gläschen, gebe hinein etwas Eis. Darauf gebe ich dann 15 Gramm von dem Sirup und übergieße das Ganze mit schön abgekühltem Sprudelwasser. So, einmal kurz mischen. Fertig ist mein erstes Getränk. Das nächste Gläschen. Eis. Meine Zitronenlimonade. Zuletzt mein Zitroneneistee. So, meine Ladies and Gentlemen, das war's dann mit diesem Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, meine Ladies and Gentlemen.